auf vier Pfoten legen los. Hallo und willkommen zu meinem kleinen Let's Play für etwas Spaß und zu meiner Übung. Drücke die A-Taste, um zu spielen. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Feldfreunde, wir haben einen neuen Einsatz. Rette die Meeresschildkröten. Verwende den linken Stick, um zwischen den Einsätzen zu wechseln und drücke die A-Taste, um zu spielen. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Oh nein! Captain Tolpatsch hat gemeldet, dass sich eine Familie von Seeschildkröten auf dem Weg zurück zur Bucht verirrt hat. Wir müssen ihnen helfen. Sky kann durch die Gegend fliegen, um nach den Seeschildkröten zu suchen. Rubble kann den Weg zurück zur Bucht reparieren, damit die Seeschildkröten das Wasser erreichen. Rocky wird mit Rubble gehen und sicherstellen, dass der Weg frei ist. Alles klar! Paw Patrol, lasst uns die Seeschildkröten retten! Wir müssen die verirrte Seeschildkrötenfamilie finden. Hilf Sky, die Schildkröten aus der Luft zu finden. Diese Pfoten haben Flügel. Und los geht's zu unserem sechsten Einsatz. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Mit den Fellfreunden. Den wollen wir natürlich mitnehmen, den Pfoten. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Wir haben wieder um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Unser Hindernis. Wir sind übrigens wieder am Hafen. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. So, alle Leckerlis natürlich mitnehmen. Gute Arbeit, wir sind fast da. Irgendwie hat man das Gefühl, gleich. Du hast die Leckerlis gefunden. Irgendwie leichter von der Hand geht. Ob sie, ob es daran liegt, dass sie der Flugmodell. Man weiß. So, da haben wir ein Leckerli, sind bei 30 schon. Und es geht gut voran. Jetzt warten wir kurz. Und dann gehen wir. Ja, wenn die Leckerlis zu uns fliegen, ist das doch ganz angenehm. Wir fliegen wieder nach oben. Du hast es geschafft! Eine der Fähigkeiten, die Sky hat. Um die verirrten Seeschildkröten zu finden, folge einfach dem Weg. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Blick, genau, da haben wir ein Leckerli gehabt. Die wollen wir alle mitnehmen. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. So. Jetzt. So, wir hören wieder das. Sehen, ob wir das von der Seite schaffen. Leider werden wir es nicht schaffen. Und der Seite nicht schaffen, dann machen wir es von der anderen Seite. Genau, und da ist schon der goldene Pfotenabdruck. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Mit zwei Leckerli. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Und dann geht es gleich weiter. Die Hälfte von Skys Strecke hat sich erledigt. Sammle weitere Leckerli, die du findest. Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du einsetzen? Hilf Sky. Und jetzt sehen wir die Flügel. So, wer die letzte Folge gesehen hat, hat gesehen, wie das bei Zuma war unter Wasser.
Bei Sky ist es jetzt vergleichbar. Im Unterschied, wir sind in der Luft. Statt Fische haben wir Vögel und Wolken, die uns behindern. Natürlich haben wir auch wieder diese Luftströmungen, die uns etwas beschleunigen. So. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Geht schon. Es ist schon recht anspruchsvoll hier. Gut gemacht. Ja, schon. Wobei ich das Gefühl habe, dass Sky wesentlich einfacher zu bedienen ist als Zuma. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Du hast es geschafft. Zuma scheint recht schwerfähig zu sein, während Sky sehr, sagen wir mal, leichtfüßig ist. So, wir sind schon leckerli-mäßig bei 90. Kommt her. Gut, gut, gut. So, 96. Fehlen noch 4 Stück. 3. 2. Und da ist das letzte Leckerli. Und dann sollte unser Weg bis zu Ende sein. Sky hat die Seeschildkröten auf dem Weg vor uns gesichtet. Hilft jetzt Rubble, den Weg zu reparieren, damit die Seeschildkröten zur Bucht gelangen. Rubble! Wir haben die Hälfte bis zum Ende geschafft. Rubble ist der Retter. So. Ja. Und gerade wahrscheinlich der Retter der Seeschildkröten. So, und das werden wir gleich sehen. Wie die kleine. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um wähle, welche Fellfreund-Fähigkeit du nutzen möchtest. Oh, Pressluft haben wir natürlich. Gute Arbeit. Und Rubble macht das. Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Und ruckzucki ist dann auch der Weg frei. Und jetzt noch über den Schirm. Halt. So, kurz so. Das ist halt den Gold- du hast den goldenen Pfotenabdruck. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. Gut und gemacht. Dann haben wir die zweite Spezialfähigkeit, die Schaufel. Und müssen wieder puzzeln. Hilf Rubble, die Felsen an die richtige Stelle zu bewegen. Und dann. Du hast es geschafft! Gute Arbeit! Sollte natürlich kein Problem sein für uns. Und weiter geht es. So. Leckerli. Sammle weitere Leckerlis, die du findest. Die verirrten Seeschildkröten sind genau vor uns. Hilf Rubble, den Weg zum Ozean zu reparieren, damit die Seeschild. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. So, die Hälfte der Strecke haben wir wahrscheinlich schon erledigt. Bin schon über 50. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Gerade so, mit viel Glück. Haben wir eingesammelt. Und jetzt geht's wieder. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell. Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Gute Arbeit. Wir sind fast da. Finde alle möglichen Leckerlis. So, jetzt geht es mit den Leckerlis anscheinend richtig schnell. Das ist zu tief. Rubble kommt hier nicht rüber. Wir brauchen Rocky, damit er eine Brücke aus diesen Teilen zusammenbaut. Genau. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit. Ob Rocky uns wieder so eine tolle Brücke baut. Alles rein in das Müllauto und dann kommt hinten eine schöne Brücke auf. Wow. In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Rocky ist ein echter Künstler. Brücke bauen. So. Noch 4 Leckerlis. Ah. Ah, und? Du wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen musst. Wir haben schon mal alle Leckerlis. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch die letzte Spezialfähigkeit. Hilf Rubble, die Felsen an die richtige einsetzen. Stelle zu bewegen.
Fantastisch! Gut gemacht! Der letzte Feuersbrocken. Und wir haben es geschafft. Du hast Rubble dabei geholfen, den Weg zu reparieren. Die Schildkröten sind froh, wieder nach Hause zurückkehren zu können. Gute Arbeit, Paw Patrol. Du hast genügend Leckerlis gesammelt, um ein Platin-Leckerli zu erhalten. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke gefunden. Und ein Bild freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Y-Taste drückst. Und damit haben wir auch diesen 6. Einsatz der Fellfreunde erfolgreich abgeschlossen. Und mir bleibt nur noch zu sagen, keine Folge verpassen ist ganz leicht. Ein Abo reicht. Ciao!